Hey meine Freunde und willkommen zurück zu Summoners War. Heute ist es soweit. Wir gehen heute in die Weltarena und kacken uns da übelst ab. Ja Mann, das ist der Plan. Ja, dass wir heute übelst reinscheißen. Nein, also es sind Placement-Matches, die sind nicht so wichtig. Ja, also da kann man ruhig mal ein bisschen reinscheißen. Passiert, ja. Weil in dem Großen und Ganzen, also bis jetzt wurde ich immer mehr oder weniger in F3 eingerankt, egal wie kacke ich es gespielt habe. Aber mal gucken, wie es am Ende jetzt gleich da rumkommt. Denn ich habe noch ein bisschen was geändert. Und zwar liegt es daran, ich hatte, glaube ich, mal, ich weiß nicht, es war so Off-Building-Parts. Da hatte ich irgendwo mal erwähnt, dass ich eventuell im Überlegen bin, doch die Monster ein bisschen zu minimieren, beziehungsweise die Teams ein bisschen anders anzupassen. Habe ich am Ende auch gemacht, aber nicht viel. Ja, ich habe so gesehen nur ein Monster ein bisschen mehr in den Fokus rutschen lassen und ein Monster ein bisschen weniger. Wusa hat ein bisschen mehr einstecken müssen. Ja, dafür habe ich aber Verde ein bisschen schneller gemacht. Ich bin mir überlegen, je nachdem, weiß ich schon nicht. Die Rune ist übrigens echt doof. Ich habe leider keine, einen hätte ich sogar. Ich könnte gucken, dass ich den Re-App, ich muss sagen, heldenhafte Re-App ist immer so ein Ding. Wäre mir jetzt aber in dem Falle ehrlich gesagt kackegal. Ja, wäre mir jetzt gerade ehrlich gesagt kackegal. Ansonsten hat sich, glaube ich, nichts geändert. Ich habe jetzt nicht, doch, ich glaube, ihr habe ich Restrunen gegeben. Für den Fall, dass ich sie mal picken sollte. Ja, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Ansonsten ist eigentlich alles so geblieben, was wir besprochen hatten. Tiana habe ich nicht gebaut. Ja, das lasse ich mal. Ich weiß auch nicht, ob ich Raki spielen werde. Weiß ich nicht. Ich schätze mal, in den Placement-Matches kann man es am besten ausprobieren. Ja, da kann man am besten mal so ein bisschen rumtesten, um zu gucken, ob das funktionieren würde oder nicht. Ich glaube, darauf wird es auch so mehr oder weniger rauslaufen. Was ich auch noch anmerken möchte, ist, ich kann sein, dass ich auch offscreen ein bisschen spiele. Eventuell, was ich auch am gucken bin, ist, vielleicht habe ich so mal wieder Interesse zu streamen, ja, weiß ich auch nicht, kommt drauf, also in der Theorie ist es geplant, im Februar wieder ein bisschen mehr zu streamen, vielleicht kommt dann auch meine Motivation zurück, was SW angeht, ne, deswegen, wir machen heute einen gechillten Weltarena-Part, na, mal gucken, weiß nicht, ob ich groß cutten werde oder so, ich tendiere mal nein, ja, also ich tendiere mal, dass ich nicht so viel cutten werde, oh, guck mal, klar, können wir ein oder zwei können wir sogar machen, hey, fehlt noch einer, nice. Aufwertungsstein. Ich bin überlegen, die echt mal eben zu reappen oder mal zu versuchen, die Rache-Rune da. Ich muss ganz ehrlich sagen, Heldenhafte würde ich nicht reappen. Ja, am besten nicht machen. Aber ich weiß nicht, ob... Na, ich weiß nicht. Ja, nee, ich lasse es mal. Das ist mir dann irgendwie dann doch wieder ein bisschen zu doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, wir lassen es mal. Sollen wir hier noch irgendwas öffnen? Vielleicht gibt es gutes Karma. Ja, hier die 2 MS kann man mal eben öffnen. Gutes Karma, schlechtes Karma. Was sagt das Spiel? Anscheinend schlechtes Karma. Die Attributscrolls lassen wir mal. Okay. Muss sagen, also die G3er, die haben richtig Bock zu farmen im F-Bereich, ne? Also die haben da richtig Bock. Mal sehen, was wir so kriegen. Draco. Okay. Schauen wir mal. Also ich pick jetzt mal so ein bisschen, sieht nach einer Cleave aus. Jupp, sieht sehr stark nach einer Cleave aus. Bei einer Cleave können wir mal Miho mitnehmen, in der Theorie. Ansonsten habe ich nicht viel gegen Cleave, das ist halt so das Problem, ne? Wir könnten auch Verde mitnehmen, wobei Verde, kommt drauf an, was er pickt, ist halt ein bisschen problematisch. Ich glaube, ich nehme auch tatsächlich Verde mit. Und dann mal sehen, vielleicht noch Jan nehme ich ganz gerne. Leo könnte ich mitnehmen. Aber der Leo ist halt echt shit. Ja, der Leo ist halt echt shit. Okay, doch nicht. Der hat sich umgeändert. Der denkt schon, ich cleave doch nicht. Warum nimmt er dann Draco, denke ich mir gerade so ein bisschen. Aber okay. Was wir mitnehmen könnten hier noch wäre... Die Lies ist das Ding, wer schnell ist. Oder ob ich cutte. Ne? Wir haben die ja ein bisschen schneller gemacht. Mal gucken. Ja, ich habe jetzt nicht drauf geachtet wegen Wille. Ja, Wille wäre jetzt hier nochmal safer gewesen. Dann hat man ja mein Speedlead genommen. War auch das Beste, was er hätte machen können, vermutlich. Ja, bin mal gespannt. Gut, ich bin schneller mit ihr. Gehen wir ihr mal die Bombe. Schauen mal, wie tanky der ist. Joa, geht eigentlich sogar. Setzen ihn zurück. Dann machen wir so. Oh, die sind aber echt gut abgetunt, muss ich sagen, gerade. Gefällt mir sehr gut, sogar ehrlich gesagt. Miho. Ah, fast. fast. Schade, fast. Ja, ich hab ein bisschen, also ich muss sagen, Respekt am meisten habe ich vor Draco gerade. Wobei die auch, also die zwei hier auch sehr stark nerven können. Vor allem halt auch wegen Miho. Miho ist sehr dot-anfällig, ne? Da haben wir voll Freeze drin, ist halt ein bisschen doof. Ich habe auch nicht darauf geachtet wegen Wille. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht darauf geachtet. Das ist so das Problem.
Das war echt nicht, also es war von meiner Seite nicht klug. Revengen könntest du auch ruhig mal, ne? Ansonsten kann ich dir auch die Revenge-Rune ruhig wegnehmen. Würde keinen Unterschied machen. Ob ich dir die dann drin lasse oder nicht. Aber gut, jetzt bist du eh down. Ja, war doof gespielt von mir aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war echt doof. Das war ein verschenkter Sieg. Weil ich habe nicht drauf geachtet wegen Wille. Muss ich ganz ehrlich gestehen, da habe ich nicht drauf geachtet. Hätte ich einen Wille gepickt, wäre es wieder was anderes gewesen. Und ich war am Überlegen, zuerst Wusa zu picken. Ja, das war doof gespielt. Das war, ehrlich gesagt, echt dumm gepickt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das war mein Bad. Das war übelst mein Bad. Also da habe ich übelst geschlafen. Also Miho ist One-Shot. Wenn alles so läuft, wie ich es mir denke, ist sie One-Shot, dann macht nichts. Falls es so läuft, wie ich mir denke, und das ist der einzige DD, danach passiert nicht mehr viel. Also es kann sein, dass die Vanessa halt ein bisschen doof ist. Ich habe die auf Speed geruht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der Damage reicht. Oh ja, da muss man echt übelst umdenken. Oh, das ist ja ein C-Spieler, okay. Da muss man echt ein bisschen umdenken. Ja, da habe ich nicht mitgerechnet. Das habe ich vergessen. Mal gucken, ob der dir den Deathback runternimmt. Jupp, nimmt sie. Okay. Na, weiter. Gut, geht weiterhin auf Sinn, okay. Die will, buff die Wille, okay. Gehen wir mal so ein bisschen auf Fran. Das ist ein G-Spieler? Nee, muss nicht unbedingt heißen, dass es ein G-Spieler ist. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kann sein, dass sie jetzt halt von mir auf die Fresse kriegt, aber das erhöht auch die Attack-Bar von ihr. Und ich procke. Das wird aber halt nicht reichen, um sie zu töten. Ich brauche halt einen Deathbreak, ansonsten bringt das nichts. Deswegen, mal gucken. Wie wir das Ganze hier durchbekommen, gegebenenfalls. Na, der Proc war unnötig, nenne ich es mal. Okay, das war gut. Ich glaube nicht, dass sie es wieder machen kann, außer sie proct gegebenenfalls. Sie kann es noch cleansen. Macht sie nicht, sie halt sich hoch, okay. Da ist sie weg. Nee, doch nicht. Noch nicht, jetzt ist sie weg. Ah, okay. Sie kam vorher dran. Ah, das ist irgendwie noch nicht so ganz ausgeklügelt, muss ich sagen. Ja, das ist noch nicht. Ich bräuchte einen Proc. Please, Proc. Ah, kein Deathbreak auf die Alte. Ich kann es versuchen, aber das wird nicht reichen. Ne, ohne Deathbreak reicht es halt leider nicht. Ne, leider nicht. Ja, das ist halt das Problem. Das ist... Ich schätze, die wird generell zu wenig Schaden machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich Raki... Nee, dafür habe ich die Runen nicht. Oder ich müsste sie auf Swift bauen. Auf Swift wäre noch eine Option. Sie auf Swift zu bauen und dann wieder auf Attack, Crit Damage, Attack. Das wäre eine Option. Dass sie schnell ist, dass sie drankommt. Ja? Das wäre eine Option. Muss ich mal gucken. Vielleicht tatsächlich auf Swift bauen. Das wäre wirklich eine Option, denke ich. Ich weiß nicht, ob ich schneller bin. Ich schätze nicht. Ich schätze, Oki wird sehr schnell sein. Ja, irgendwie was das angeht, was Speed bei mir angeht, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie von Gold auf Bronze gerutscht bin, so vom Stand her, wenn man so mal die anderen Leute vergleicht. Aber ich kriege ja auch nichts, ne? Kamto hast es zu mir auch nicht wirklich gnädig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber na gut, da ist er auf jeden Fall schneller, das war klar. Ich habe nirgendwo Wille drauf. Ja, alle. Oh, ich finde aber Aoki ist aber auch ein bisschen übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Übertrieben krass, was so die Stunts angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich auch ein bisschen übertrieben, aber naja. Okay, er ist sogar relativ tanky. Okay, aber ein Stun, das ist ganz nett. Tetra hasse ich auch. Also Tetra gegen Tetra zu kämpfen, habe ich auch übelst einen Hasskick, ey. Muss ich gar nicht... Natürlich. Ah, das ist ein G-Spieler, sehe ich gerade. Ah, das erklärt es natürlich. Der Typ hier hat Blitzeflügel. Ah, da fängt es ja schon an. Da fängt das ja das ganze Spielchen schon an. Ist das ein Spaß, gegen die ganzen G-Spieler zu spielen. Ist das schön. Da kommt der Katarino. Da kommt der Katarino. Ja. Mal gucken. Leider kein Stun. Ich schätze, die hier nimmt sowieso die Bombe gleich runter. Ja, oder? Okay, vielleicht nochmal ein Stun hier. Jo, immerhin. Okay, Rip Verde. Proc. Wann darf ich eigentlich mal procken, Leute? Ich meine, Mina und Sierra, Gianna sind ja noch auf Wille, ja? Ist ja gar nicht. Lüge. 4 Runden Bombe. OP, ey. 4 Runden Bombe, Mann.
Okay, ja, das ist jetzt eigentlich Latte. Einfach hoffen. Okay, das war gut. Das war jetzt uncool. Guck mal, wie viel der prockte Typ. Und ich? Wann habe ich mal geprockt? Noch gar nicht. Ich habe noch kein Mal geprockt. Mit irgendjemandem. Richtig GG, Alter. Okay, immerhin. Dann machen wir mal hier. Tack, tack. Tack. Das war gut. Alter, Mina, kannst du mal procken? Oder, okay, Lauren kann nicht procken. Na, der cuttet, war klar. Cut OP, ey. Ah, ist das schön, ey. Ist das schön. Da fängt der Tilt schon an, ey. Da fängt der Tilt schon an. Guck mal, 5-Runden-Bombe, Mann. Ah, ist das ein Traum, ey. Ah, ist das schön. Ah, ist das schön, Mann. Ja, das ist doch Bullshit, ey, ganz ehrlich. Ah, ohne Witz, die Leute, die auf G1 spielen und auf F farmen, sollten sich mal ein Hobby suchen, ganz ehrlich, ey. Also das ist ja, das ist traurig, Mann. Naja, diesmal sind zwei auf Wille. Also Vanessa und Rika ist auf Wille, mal gucken. Das einzige hier Problem ist halt die Josie, wie gesagt. Wegen der Passiven. Aber ansonsten, naja, gut, dass er natürlich im G-Bereich spielt, ist natürlich auch nicht so toll, ne? Macht wieder wahnsinnig Spaß. Aber naja. Nun gut. Wir geben ihn die Bombe. Theoretisch gesehen würde ich tatsächlich sogar stunnen. Weil ich dann hinterher. Und ja, ich mache das auch. Weil ich dann hinterher ein bisschen safer bin. Und soweit ich weiß, kommt ja genau die Hawthorne nicht aus dem Stun raus, sondern nur die Josie. Könnte jetzt Glück haben und genau das machen. War ja irgendwie abzusehen. Ne? War ja irgendwie abzusehen. Alter, kein Stun, kein. Da prockt der Affe raus, ey. Da hab ich schon keinen Bock mehr. Da hab ich schon keinen Bock mehr, Alter. Jetzt warten wir mal kurz, ey. Ich hab keinen Bock, wieder gegen irgendeinen G-Heini zu spielen, der Bock hat, auf F-Bereich irgendwelche Low-Bobs abzufarmen, nur weil er ein paar Punkte haben will. Wow, Mann. Jetzt bin ich mal gespannt. Also F, also es ist Bronze 3, Mann. Also das ist, so schlecht war ich noch nie. Also so schlecht war ich echt noch nie. Aber wie, was willst du machen, wenn die ganzen G-Heinis in den F-Bereich rumgurken? Ja, also wie gesagt, es liegt ja nicht mehr unbedingt an die Spiele. Es liegt mehr daran, wie die das Comptoir nichts dagegen macht. Wie gesagt, so Weekly-Belohnungen hatte ich auch, glaube ich, mal in irgendeinem Kampf, in irgendeinem Video, glaube ich, erzählt. Finde ich echt eine sehr gute Option dagegen. Eine sehr gute Option dagegen, um sowas... Hallo, Internet. Danke. Nehmen wir den direkt raus. Ne, wir machen erstmal das hier. Dann machen wir halt so. Naja, wey, ich hab mal geprockt, mein erster Kampf, wo ich geprockt habe. Was? Was ist da los? Der Hammer, Alter. Wow, Alter, der macht keinen Schaden. Okay. Da kommt das. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen doof wegen... Aber der Ciao, der kann auch noch viel machen. Das darf man nicht vergessen. Ciao hier, der kann echt viel machen. Theoretisch, kommt drauf an, wie der geruht ist. Ja, guck mal, der hätte ihn geone-shottet. Guck mal. Der hätte ihn tatsächlich geone-shottet. Krass, Mann. Läuft bei dir. Ja gut. Selbst ein Proc wäre jetzt unnötig, danke. Wäre nämlich komplett unnötig, komplett wasted. Das ist, glaube ich, doof. Okay, ich habe nur die Buffs runtergenommen, das ist gut. Kamina, glaube ich, finishen, ja. Okay, ja gut. Aber dass ich jetzt, hätte ich jetzt gegen den nicht gewonnen, dann hätte ich wirklich gequittet. Also dann hätte ich instant tschüss Game. Okay, noch habe ich nicht gewonnen, ne? Noch habe ich nicht gewonnen, aber naja. Na ja, gut, da kommt der Heal. Machen wir mal hier so. Zack, zack, zack. Zack, gut, Endure. Ja, gut. Bombe ist ja nicht so viel, ne? Ja, hey, einen Kampf geholt. Wow. Aber gut, Leute. Dann beende ich den Part jetzt hier mal gucken. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Placements noch fertig machen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen tilted, muss man schon sagen. Aber es liegt auch, wie gesagt, daran, ich habe keine Motivation derzeit, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Ich hatte gedacht, vielleicht macht mir die RTA so ein bisschen mehr Spaß. Aber wenn ich hier so die G-Spieler sehe, die im F-Bereich rumgurken, weniger. Möge euch der Blitz beim Kacken treffen.